Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Eine große psychische Herausforderung für Soldatenfamilien. Seit 10 Jahren ist die Bundeswehr im ISAF-Einsatz in Afghanistan. Selbstmordattentäter und Angriffe der Taliban auf ausländische Soldaten und Zivilisten gehören zum Alltag. Mehr als 50 deutsche Soldaten sind bisher bei diesem Einsatz gefallen. Sehr viele weitere wurden dabei schwer verwundet und sind von den körperlichen und seelischen Folgen ein Leben lang betroffen. Trotzdem gibt es immer wieder Soldaten, die im Auslandseinsatz in Afghanistan sind. Einer von ihnen ist Hauptfeldwebel Sebastian E. Nach seiner Ausbildung zum Fallschirmjäger arbeitet er seit 6 Jahren im Führungsunterstützungsbataillon 281 in Geroldstein als TMA-Truppführer, also der Mann für die Telefontechnik. Also erstens mal bin ich jetzt seit 10 Jahren Soldat, hat mich immer schon das Soldatische in dieser Zeit wirklich sehr geprägt. Also, und des Weiteren war ich auch immer schon sehr technisch interessiert. Und das Schöne an dem Beruf ist, dass ich wirklich beides vereinigen kann. Der 31-Jährige und seine Kameraden sorgen dafür, dass das Kommunikationsnetz in Deutschland mit dem im Einsatzgebiet verbunden ist. Sebastian E. ist als Fernmelder nicht nur für die Technik zuständig, er bildet auch Soldaten aus. Für den Ernstfall üben sie den Stellungskampf und die Vermeidung von Hinterhalten. Im März 2011 waren sie für 4 Monate im Lager in Kunduz stationiert. Die Sorge um die Familie war ein ständiger Begleiter. Meine größte Angst war wirklich, dass meine Kinder das nicht gut vertragen. Die Trennung vom Vater, 4 Monate alleine mit der Mutter. Dann natürlich auch, wie kriegt meine Frau das hin, die 4 Monate mit den Kindern alleine? Ist sie da irgendwo überfordert? Zurückbleiben seine Ehefrau Maike, sein 4-jähriger Sohn und seine 1-jährige Tochter. Wer einen Soldaten heiratet, kennt die Gefahren. Wenn es soweit ist, muss man mit dieser neuen Situation dann doch erstmal klarkommen. Die ersten Tage waren sehr schwer. Da habe ich auch, glaube ich, den ganzen Tag an nichts anderes gedacht, als wie soll ich das schaffen, was erkläre ich den Kindern, wenn Papa abends nicht zu Hause ist und am nächsten Tag nicht zu Hause ist. Man lernt aber in kurzer Zeit stark zu sein und mit der Situation umzugehen. Bei Einsätzen der Bundeswehr im Ausland beraten und unterstützen die Familienbetreuungszentren die Angehörigen. Oberstabsfeldwebel Ebeling, der Leiter vom FBZ Euskirchen, und seine Mitarbeiter sind dann eine große Hilfe. Es gibt ein Netzwerk der Hilfe, auf das wir zugreifen können und dann unsere Ansprechpartner dort, den Sozialdienst, die Militärseelsorge und auch eine Psychologin oder einen Psychologen halt zu Hilfe ziehen können. Im Mai und Juni fielen mehrere Soldaten bei Sprengstoffanschlägen und viele weitere wurden verwundet. Zu dieser Zeit befanden sich auch noch Hauptfeldwebel E. und seine Kameraden im Lager. Man hat da rund um die Uhr wirklich Trauer wahrgenommen, insofern, dass sich die Leute die Zeit hatten. Ich bin zum Beispiel auch um 10 Uhr nachts irgendwann, als es stockfinster war, zu diesem Kondolenzbuch hingegangen und da war immer noch eine Schlange um 10 Uhr nachts. Sebastian E. und seine Kameraden sind auch im Lager für die Kommunikation zuständig. Wenn es einen Anschlag gibt, werden alle führungsunwichtigen Leitungen unterbrochen, damit nur noch wichtige Anrufe erfolgen können. Die Presse ist in diesem Fall dann leider sehr schnell und die Angehörigen erfahren von dem Anschlag oft aus den Medien. Die Anschläge, die waren, nachdem er schon eine Zeit lang im Auslandseinsatz war, über die ersten Wochen hinweg hat man ja gelernt, mit der Situation umzugehen und man verdrängt eigentlich, dass er irgendwo ist, wo es gefährlich werden kann. Das ist der Moment gewesen, wo einem bewusst ist, er ist nicht im Urlaub. Er sitzt nicht den ganzen Tag und geht schwimmen, sondern er macht gefährlichere Dinge als das, ja. Oberstabsfeldwebel Ebeling und seine Mitarbeiter stehen im Fall eines Anschlags mit dem Einsatzführungskommando in Verbindung. Ein FBZ kann auch persönlich betroffen sein. Es ist letztendlich ein Kamerad, der im Einsatz sein Leben lässt. Nichtsdestotrotz müssen wir hier unsere Arbeit weitermachen. Für uns stehen in erster Linie die Angehörigen. Sebastian E. ist gesund vom Einsatz zurück. Seine Frau und die Kinder haben diese Zeit gut überstanden und gewöhnen sich wieder an das Familienleben. Am Anfang kann es aber Probleme geben. Die Kinder haben das unheimlich gut weggesteckt. Die waren in der ersten Sekunde sind die ihrem Papa um den Hals gefallen und haben sich nur gefreut. Es war kein Kind war böse, nicht, es war wunderschön.
Die Ehe musste etwas länger dafür kämpfen, um wieder so zu funktionieren, wie es vorher gelaufen ist. Aber auch das haben wir mittlerweile wieder gut in den Griff bekommen. Mit meiner Frau war es halt so, dass ich erstmal wieder um meinen Platz in ihrem Leben kämpfen musste. Also sie war halt ja gewöhnt, alles selber zu machen. Und wenn man dann den Rasen mal wieder mähen wollte, dann musste man sich das erst erkämpfen, so ungefähr. Dass man auch wieder einen Sinn zu Hause hat und nicht nur der Typ, der im Einsatz ist. Im März 2013 geht es für Hauptfeldwebel Sebastian E. erneut ins Lager nach Kundus. Der Auftrag, den er zu erfüllen hat, besteht weiterhin. Und wieder wartet zu Hause seine Familie. Bis dahin genießen sie noch ihr normales Familienleben.